Schlachterin Elina Thyssen, ganz in Weiß. Ja, und das sehe ich schon mal als ersten Vorteil für Nina Meinke, die Rechtsauslage. Die Frage ist, wie kommt Elina Thyssen damit klar? Sie hat noch nie eine Rechtsauslegerin geboxt. Mit dabei den Langjährigen und den Erfahrenen, gut abgefangen, schöne Hände, genau auf schön den kombiniert. Winkel. Das macht sie gut, Nina, sie kombiniert. Ja, gut gemacht. Ja, die trifft jetzt immer präziser, immer besser. Cut-Verletzung bei Nina Meinke am rechten Auge. Elina Thyssen, die Weltmeisterin, am Anfang mit Problemen, aber jetzt ist sie bärenstark und jetzt ist sie da. Sie trifft gut, sie trifft hart und sie hat die letzten Runden für sich entschieden. Und sie marschiert weiter, sie hat den Plan. Ein richtig harter Fight. Also jetzt ist nichts mehr mit schöner Technik, jetzt wird gekämpft. Oh, da geht es richtig zur Sache. 50 Sekunden in der 9. Runde noch. Das kann am Ende wirklich auch hier darauf ankommen, wer diese Runden, diese 9., diese 10. holt. Ja, es ist ein ganz enges Duell und es ist gut möglich, dass Elina Thyssen mit einer Runde vorne liegt. Ja, gute Vorstellung von Elina Thyssen. Ja, also die Wende kam wirklich mit dem Cut. Ich glaube ganz einfach, dass es nochmal voller Treffer wirklich Nina aus der Fassung gebracht hat und das hat sie clever gemacht, Elina Thyssen, das muss man einfach sagen. Es ist auch wenig Saft noch in den Schlägen von Nina Meinke, die probiert dagegen zu halten, die fightet, die mitgeht, aber die klar getroffen wird. Thyssen könnte sogar noch häufiger klar treffen, wenn sie ein bisschen die Kraft rausnehmen würde. Sie hätte die Möglichkeit, auch hier nochmal die Rechte reinzubringen und den linken Haken nur weggerutscht, sagt René Fiebig. Es ist eine klasse Vorstellung gewesen. Dieter Adam werde den Fight 99-91, 99-91 für Thyssen. Marco Morales scorte den Fight 96-94, 96-94 für Meinke. Und Manfred Küchler werde den Kampf 97-93, 97-93 und damit Siegerin nach Punkturteil 2-1. Thyssen!